Für dieses Video habe ich lang und viel gearbeitet. Sehr lang und sehr viel. Und ich bin nicht gerade unentspannt, wenn ich mich frage, was eure Reaktionen und Kommentare so sein werden. Aber ich würde sagen, machen wir alles der Reihe nach und bleibt bitte bis zum Ende dran, um euch alles zu hören und zu verstehen. Dieses Video ist lang. Das seht ihr ja und das weiß ich jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal mit dem Aufnehmen fertig bin. Aber ich weiß, von welchem Umfang ich rede. Deshalb habe ich dieses Video in Kapitel eingeteilt. Wir sind jetzt gerade in der Einleitung. Das zweite Kapitel ist die Vorgeschichte. In Kapitel 3 geht es um eine spannende Idee, wie man in Zukunft sehr gut Bekleidung im Bergsport neu denken könnte und mit welchen Mitteln das klappen sollte. In Kapitel 4 geht es dann rein um die Durchführung und das Projekt selber. Kapitel 5 ist dann eine konkrete Präsentation der Produkte. In Kapitel 6 findet das Video dann mit einer Zusammenfassung und einigen Infos für euch ein Ende. Wer sich für die einzelnen Teile nicht interessiert, kann unten in der Timeline auch in den einzelnen Kapiteln springen. Doch für das Projekt selbst sind Kapitel 3 bis 5 jedenfalls essentiell. Der Rest sind die Hintergründe. Let's go! Kapitel 2 – die Vorgeschichte. Gleich zu Beginn die Nachricht, die vielleicht viele von euch eher traurig machen wird. Dieses Shirt gibt's immer noch nicht zu kaufen und nicht, weil ich das nicht möchte. Die Qualität passt nicht und sie passt nicht perfekt und deshalb suche ich noch nach einem anderen Hersteller. Außerdem soll das Material natürlich einwandfrei bio und fair sein. Ich muss zu Beginn vielleicht ein wenig was erklären. Als ich die Alpenberg Academy gegründet habe, war mein erster Plan, genau das zu tun, was ich heute tue. Euch zu informieren, euch coole Inhalte zu bieten und was zu lernen und euch vielleicht auch zu unterhalten. Ich glaube, das klappt eigentlich alles ziemlich ganz gut. Und als die Community, als ihr quasi immer mehr wurdet, wollte ich mehr. Ich wollte nicht die alleinige Repräsentationsfläche sein, sondern ich wollte eben auch eine Plattform für Austausch bieten. So entstand dann der Alpen Academy Discord Server. Der ist mittlerweile recht groß. Viele Leute finden sich hier ein, viele Fragen werden gestellt, es wird viel diskutiert, es wird in den kommenden Tagen aber auch nochmal ein gesondertes Video geben, in dem ich nochmal alles zum Thema Discord-Server erkläre, wie man da mitmachen kann, es ist natürlich komplett kostenlos, was da abgeht und wie man da auch technisch einsteigen kann und ja, seine Zeit verbringen kann. Wir sind ein lustiger, bunter Haufen. Wie gesagt, Details dazu dann auch nochmal in einem gesonderten Video nächste Woche, wo es auch nochmal noch eine andere Ankündigung geben wird. Aber das ist eigentlich heute ein anderes Thema. Jedoch, dieser Discord-Server ist in der Geschichte wichtig. Es entstand nämlich am Discord-Server eine lustige Abkürzung für die Alpen Academy, die ich so nie am Schirm hatte. Nämlich Alp aus Alpen und Acker aus Academy. Das Alpaka war geboren. Es war ein unfassbar lustiger Zufall. Und aus diesem Zufall hat sich in den letzten Monaten etwas Großartiges entwickelt. Damals noch Frederik und ich haben das Alpaka für das damalige Jackenprojekt als Testlogo verwendet. Das Alpaka wurde zu einem gängigen Begriff und das Tier dahinter zum Maskottchen der Alpen Academy. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön auch an den Michael aus der Schweiz, der für dieses Logo zu 100% verantwortlich ist und meiner Meinung nach der mit Abstand coolste Entwurf war, der für so ein Projekt hätte entstehen können. Nun seht ihr es auch ja schon im Logo des YouTube-Kanals. Das Alpaka und die Alpen Academy sind über die Monate nicht mehr voneinander zu trennen gewesen. Und das wird auch weiterhin so sein. In den letzten Monaten, und es waren wirklich jetzt viele Monate, habe ich mich aber mehr mit Alpakas auseinandergesetzt. Sie sind nicht nur ein Modetier, sie sind nicht nur in aller Munde, sie sind eben zufällig auch ein Teil der Marke Alpen Academy geworden. Und was anfangs ein Gag war, wurde zu einer spannenden Reise für mich. Ich habe immer mehr über die Tiere gelernt und ich möchte euch heute einiges davon mitgeben. Kapitel 3 – Alpakas. Vor allem habe ich gelernt, Alpakas geben Wolle. Nicht sehr viel, nicht so viel wie manche Schafe, aber sie geben Wolle. Und im Podcast am Sonntag geht es auch nochmal ein wenig detaillierter um die Wolle, aber in Kurzform, diese Wolle ist irgendwie etwas extrem Besonderes. Und dann habe ich mich mit dem Ursprung der Alpakas beschäftigt und wie diese Tiere als Nutztiere eigentlich Sinn machen. Sie leben zum Beispiel in Peru auf der Hochebene. Hier leben die Menschen maßgeblich von Schafen und Alpakas. Nicht nur im Sinne der Wirtschaft, auch im Sinne des Überlebens. Milch, Fleisch, aber vor allem Wolle. Diese Wolle verwenden die unterschiedlichsten Völker der Anden seit Jahrhunderten, um sich in den extrem rauen Wintern warm zu halten. Die Alpaka-Wolle ist extrem einfach zu handeln. Sie muss nur gereinigt werden und kann dann zu Garn verarbeitet werden. Außerdem ist Alpaka-Wolle gegenüber Merino-Wolle sehr besonders. Erstmal ist die Alpaka-Wolle strapazierfähiger.
Das ewige Problem mit Merino ist, dass die Fasern sich voneinander lösen können über die Zeit und dann eben kleine und auch große Löcher entstehen können, ganz ohne Motten. Manchmal ist das ein Verarbeitungsproblem, aber meist ist es eigentlich unvermeidbar. Und das ist für ein teures Produkt natürlich ärgerlich. Alpaka-Wolle ist hier robuster. Gleichzeitig ist Alpaka-Wolle ebenfalls geruchsfrei und setzt keinen Schweiß an, sodass üble Gerüche letztlich ausbleiben. Alpaka-Wolle hat aber noch eine ganz andere geniale Eigenschaft, die Schafwolle nicht hat. Luftkammern innerhalb der Wollstruktur. Denn die Fasern sind Hohlfasern, sodass Wärme wie in Luftkammern gespeichert wird und gehalten werden kann. So bleibt sie trotz Hohlfasern warm. Wenn es aber wärmer wird, der Wind verschwindet oder die Sonne rauskommt, kehrt sich der Effekt um. Die Hohlfasern sorgen dafür, dass mehr Belüftung durchkommt, sodass übermäßige Wärme nach außen gut abgeleitet werden kann. Das macht Alpaka-Wolle tatsächlich einzigartig als tierisches Garn. Dass das Ganze bei einer warmen Mütze, natürlich bei 28 Grad im Schatten, nicht mehr funktioniert, ist hoffentlich klar. Aber naja, das ist ja auch nicht ganz das Konzept der Mütze. Es braucht keine chemischen, naturschädlichen Prozesse. Es braucht keine teuren Maschinen, die mit Öl oder Gas angetrieben werden. Das einzige Problem, Alpakas werfen nicht sehr viel Wolle ab. Deshalb braucht man viele Alpakas, um viel Wolle zu erhalten. Aber was mich vor allem interessiert, ist ja die Praxis. Ist die wirklich so anders als Schafwolle? Das wollte ich herausfinden und habe dafür bei einer Firma ein Garn bestellt und in der Familie daraus eine Mütze machen lassen, weil ich kann nicht stricken. Und dann habe ich diese Mütze getestet. Und der war außergewöhnlich. Die Mütze ist richtig cool, sie funktioniert außergewöhnlich gut, aber sie hat auch Eigenheiten, die man vielleicht im ersten Moment komisch finden kann. Es ist ein komplettes Wollprodukt, ergo es fusselt, egal was. Bei viel Reibung entstehen Fussel. Das ist für ein Wollprodukt, egal ob Alpaka, Schaf oder sonstige Wollanbieter, vollkommen normal und kein Qualitätsmangel. Man kennt das aber so von Polyester oder Baumwolle nicht wirklich. Das Coole an Alpaka ist aber, man braucht nicht viel Material, um Wärmeleistung zu generieren. Das hat mir die Erfahrung sehr deutlich gezeigt. Das heißt auch, dass die Mütze lächerlich leicht ist. Selbst sehr dicht verarbeitete Produkte aus Alpaka-Wolle sind sehr leicht. Und jetzt kommen wir aber zum entscheidenden Punkt. Ich bin von der Alpen Academy überzeugt. Ich bin von Alpaka überzeugt und sicherlich auch von Alpakas. Jetzt ist Alpaka, genauso wie Merino, Schaf und Co., eben ein Tierprodukt. Es steht ein Tier dahinter. Die Eigenschaften der Faser sind in erster Linie für das Tier sinnvoll und genau das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt viele sehr deutliche Vorwürfe gegenüber Tierhaltern bei Alpakas. Es ist wie bei Merino-Schafen genau das Gleiche. Ein großer Hype sorgt für viele schlechte Beispiele in der Industrie, denn da steckt jetzt eben richtig viel Kohle drin. Das muss man ganz trocken so sagen. Das ist natürlich ein Problem. Tierquälerei ist Müll und Menschen, die für Geld Tiere quälen, sind auch Müll. Das bedeutet, wenn man Alpaka-Wolle verwenden möchte, dann muss sie aus bestmöglicher Haltung kommen. Aber man braucht eben sehr, sehr viel Platz, wie ich vorhin schon erwähnt habe, denn man braucht richtig viele Tiere. Bedeutet auch, dass hier viel Potenzial für Schweinereien vorhanden ist. Schließlich kostet Platz viel Geld und deshalb pfercht man die Tiere dann ein und quält sie dadurch für den kostbaren Rohstoff. Denn kostbar ist hier ein wichtiges Stichwort. Alpaka-Wolle ist selten und deshalb ist sie pervers teuer. Egal ob fertig verarbeitet oder das Rohmaterial, Alpaka-Wolle ist durch die naturgegebene Knappheit ein Luxusgut. Und was in den 80ern Elfenbein war, ist heute tatsächlich Alpaka-Wolle, so verrückt es klingt. Der Preis kommt durch die Knappheit zustande, aber vor allem auch durch das komplexe und funktionelle Material, was daraus entstehen kann. Doch unterm Strich, wenn man die Fakten betrachtet, Alpaka-Wolle ist atmungsaktiv, gibt Wärme ab, wenn sie staut und speichert Wärme, wenn notwendig. Alpaka-Wolle ist extrem weich, strapazierfähig, langlebig und hat robuste einzelne Fasern. Das klingt doch alles ziemlich gut. Ich bin auch überzeugt davon, dass Alpaka-Bekleidung eine gute Alternative zu Kunstfaser und Baumwolle sein kann, egal ob für die Freizeit, den Alltag oder auch den Bergsport. Deshalb ging ich nach meinem Test zu dem Garnlieferanten, der mir das Garn für die selbstgestrickte Mütze geschickt hat. Ich habe ihn gefragt, hey, bietest du eigentlich auch fertige Produkte an? Meinte der, ja, machen wir. Worauf ich ihn erstmal meinte, okay, aber dann zeig erstmal, wie deine Alpakas so leben, wo die Wolle verarbeitet wird, wie viel Platz die Tiere zum Weiden haben und so weiter. Ich will das alles wissen. Sagten die, ja, klar, schau mal hier, hier gibt es Bilder und Erklärungen, Videos, alles mögliche an transparentem Material zu unserer Gewinnung, Verarbeitung, Herstellung, Entwicklung und so weiter. Und ich sagte, oh, das riecht nicht gut. Und dann habe ich erstmal einen Deep Dive in diese Infos gemacht und musste feststellen, oha, das klingt gar nicht mal so schlecht.
Ich hatte dann immer mehr Kontakt mit denen und letztlich zeigte sich, die arbeiten sehr fair. Sie bezahlen ihre Angestellten mehr als den Mindestlohn, alles wird komplett local produziert, das Alpaka wächst quasi neben der Strickmaschine auf. Die meisten Produkte werden sogar teilweise noch handbearbeitet und nur teilweise maschinell gefertigt. Und das alles, die wochenlange Korrespondenz und Recherche, hat mich dann letztlich zu einer Schlussfolgerung gebracht. Alpaka-Wolle funktioniert gut, sieht schick aus, kann sehr fair produziert werden, kann tierfreundlich gewonnen werden und ist nach meinen Tests auch bergsporttauglich. Warum nicht eine Alternative zu schlecht funktionierender Baumwolle, stinkendem Polyester aus Öl oder Merino-Wolle von fragwürdigen Tierfabriken, bei denen Shirts dann auch nochmal Löcher kriegen? Und diese Frage kriegt jetzt eine Antwort. Kapitel 4. Ein erster Versuch. Denn das mache ich jetzt. Es gibt ab heute im Alpen Academy Online-Shop wenige, sehr wenige, Produkte zu kaufen. Wenige deshalb, weil das natürlich ein Import ist, der auf meine Kasse geht und ich gar keine Ahnung habe, ob ihr sowas überhaupt interessant findet. Außerdem musste ich erstmal die Qualität prüfen. Deshalb habe ich in den letzten Wochen auch die Alpen Academy Homepage nochmal etwas umgebaut, damit das alles etwas besser funktioniert. Noch immer ist nicht alles ideal. Ich bin kein HTML, JavaScript, CSS oder SQL Profi. Ich bin Laie, ich arbeite an den Verbesserungen immer wieder. Ab heute ist die Seite wieder online. Hier findet ihr jetzt den Shop neu sortiert. Oben in der Navigation findet ihr ein Dropdown-Menü mit den einzelnen Kategorien. Ihr könnt auch direkt auf Shop klicken, dann kommt ihr zur Gesamtübersicht aller Produkte. Außerdem habe ich viele Infos dieses Videos in den Reiter Alpakas gepackt. Hier stelle ich das Konzept der Alpaka-Wolle nochmal vor. Ich gehe auf den Lieferanten selbst ein, die Produktion und die Hintergrundinformationen. Ich bleibe auch hier wieder zu 100% transparent. Übrigens, eine wichtige Info an dieser Stelle. Die Produkte sind zum größten Teil aus Baby-Alpaka-Wolle und teilweise aus Royal-Baby-Alpaka-Wolle hergestellt. Achtung! Das heißt nicht, dass dafür kleinen Babys das Fell über die Ohren gezogen wird. Gar nicht. Diese Angabe, Baby-Alpaka und Royal oder auch königliches Baby-Alpaka, beschreibt lediglich die Größe der Faser. 18 bis 22 Mikrometer heißt Baby-Alpaka, weil sie eben so dünn ist. Noch dünner ist dann eben die Royal-Baby-Alpaka-Faser. Transparenz ist mir jedenfalls wichtig. Motto: offenes Buch. Deshalb auch an dieser Stelle. Der Lieferant, die Firma Apukuntur, macht diverse Vorgaben. Ursprünglich wollte ich alleine in die Alpaka-Produktion starten, weil externe Partner natürlich immer sehr schwierig sind. Weil ich habe weniger Kontrolle über Bedingungen und Umstände, Standards. Ich bin an andere Leute gebunden, das mag ich normalerweise nicht so. Aber ich hätte ein paar Millionen gebraucht, um eine faire Produktion hier unter meiner Kontrolle aufbauen zu können. Und ein paar Millionen, ja, wie sage ich's, ist schwierig, ist sehr schwierig. Ich könnte Frank Thelen anhauen, aber vor dem fürchtet sich ja sogar ein Alpaka, zu Recht. Insofern wollte ich mir das sparen. Und auch Funk um einen Hof fragen, fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Es läuft also vorerst auf einen externen Lieferanten hinaus, den ich aber eben selbst geprüft habe und der auch sehr transparent arbeitet. Keine Produkte aus Tierquälerei, keine Produkte aus Tierfabriken, keine Produkte, bei denen Arbeiter nicht bezahlt werden oder schlecht bezahlt werden. Alles soll fair und kostenreal sein. Deshalb sind die Dinge eben auch nicht Ramsch und auch nicht billig. Das gebe ich gerne zu. Der Lieferant macht hier auch Preisvorgaben im Verkauf. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich habe aber eigentlich nichts unterschrieben. Naja, jetzt wisst ihr es. Ich darf den Preis nicht unterschreiten, weil sie das Verramschen vermeiden wollen. Das ist auch ökologisch sehr wichtig. Und kommen wir noch zum praktischen Teil des Ganzen. Der Bestellprozess ist eigentlich recht einfach. Einmal schnell durchklicken, lest euch bitte unbedingt immer auch die Infos in der Beschreibung dazu durch, denn eines ist mir persönlich extrem wichtig. Ich möchte Retouren, so gut es geht, vermeiden. Ihr dürft natürlich, auch rein rechtlich schon, retournieren. Aber bedenkt bitte immer, Retouren sind eine Belastung für die Umwelt, sind eine Belastung für die nachhaltige Wirtschaft und sind letztlich eine Belastung für die Menschen, die in der Logistikkette arbeiten. Und all das mag ich nicht. Ganz einfach. Deshalb vorher nachdenken, dann bestellen. Bestellen, weil man mal schauen will und zweimal tragen und dann, nee, doch nicht, war mir doch zu teuer, wieder zurückschicken. Das ist scheiße. Ich sag's, wie es ist. Passt einem das Stirnband nicht, hatte es einen Fehler, etc. Überhaupt kein Thema. Einfach retournieren. Aber wir müssen über unser Online-Bestellverhalten in den nächsten Jahren wirklich nachdenken und es anpassen. Amazon hat uns gelehrt, dass Bestellen und Ausprobieren einfach problemlos ist, weil Amazon uns nicht sagt, wie scheiße eigentlich Retouren für alles und jeden ist. Also lieber weniger bestellen, aber dafür mit Köpfchen. Kapitel 5. Die Produkte. Konkret, alle Produkte sind unisex. Mann und Frau gleichermaßen bedient.
Alle Produkte kommen aus der gleichen Herstellungsstätte. Es gibt eine Beanie, etwas dünner, auch gut für unter den Helm beispielsweise, unter Kletterhelmen, aber auch unter Skihelm passt sie super noch drunter. Dann gibt es eine Wendemütze, die auf der einen Seite blau und wenn man sie wendet, grau ist. Schlicht und einfach. Andere Farben kommen noch dazu, wenn das Interesse an den Sachen denn groß genug ist. Auch hier wieder natürlich 100% Alpaka drin. Es gibt ein Stirnband in Blau, das ist nicht zu 100% aus Alpaka-Wolle, sondern teilweise auch aus Schafwolle, weil es innen nochmal ein Futter hat. Und dann gibt es noch Trekking-Socken. Die sind sehr dick, aber man schwitzt nicht übermäßig darin. Wie gesagt, alles habe ich zuvor getestet. Und zu jedem einzelnen Produkt wird es in den kommenden Tagen und Wochen auch ein Testvideo geben, in dem ich genauso kritisch und genauso objektiv bin, wie ich es auch bei Orthovox-Rucksäcken, La Sportiva-Schuhen und Simon Hosen bin. Darauf gebe ich euch mein Wort an dieser Stelle. Es bringt auch mir nichts, wenn ich euch hier das Blaue vom Himmel verspreche und ihr dann enttäuscht seid. Ich spiele hier also natürlich mit offenen Karten. Trotzdem, ich nehme nichts ins Sortiment auf, was nicht absolut geeignet ist für die entsprechenden Anwendungszwecke, von denen ich überzeugt bin. Die Beanie ist relativ warm, die Wendemütze ist noch dicker, also vielleicht nochmal ein Stück wärmer. Diese beiden Produkte sind im Sommer natürlich bei hohen Bergen, auf denen es trotzdem kalt sein kann, super geeignet. Bei 3000er und 4000er Bergsteigen perfekt und selbstverständlich immer im Winter. All das gilt im Prinzip auch für das Stirnband so. Die Socken sind klassische Trekking-Socken. Sie sind hautschonend, bei Socken ist es natürlich immer schwierig. Ich sag pauschal, wer ultra dünne Socken lieber hat, der sollte eher Abstand nehmen. Ansonsten, sie sind sehr weich, etwas dicker und sehr cool zu tragen. Zuletzt eine kleine Erheiterung noch. Es gibt nicht nur die paar ausgewählten Produkte, sondern es gibt auch natürlich immer noch mein Buch zu kaufen und auch ein kleines Alpaka. Dieses Alpaka ist besonders cool. Es besteht zu 100% aus Alpaka und dann die Füllung nochmal aus Alpaka und Schafmischung. Auch dieses süße Alpaka könnt ihr im Alpen Academy Shop kaufen. Wie gesagt, gleich vorweg. Ich bin von dieser Idee überzeugt, sonst würde ich es nicht tun. Die Alpaka-Wolle ist am Bergsportmarkt vollkommen inexistent. Spätestens nach diesem Video soll sich das ändern. Aber auch hier, die Wolle wird dann wahrscheinlich ebenfalls nie von so fairen und wirklich meiner Meinung nach liebenswürdigen Leuten wie von denen aus Peru, meinem Zulieferer, importiert, wenn das Ganze mal an die große Industrie geht. Das befürchte ich zumindest. Deshalb möchte ich hier jetzt einen starken und guten Anfang machen. Alpaka-Wolle ist in der Baby-Alpaka-Ausführung extrem teuer. Dabei ergibt sich aber daraus weniger, was es nochmal teurer macht, als Alpaka ohnehin schon ist. Und dann muss man auch sagen, dass faire Haltung der Tiere auf gigantischen Weiden und auch die faire Bezahlung der Mitarbeiter mit Urlaub, Standards, bei den Arbeitsbedingungen und Co. eben auch sehr viel Geld kostet. Deshalb sind diese Produkte nicht billig. Würde ich damit Millionen verdienen wollen, wäre Alpaka ein wirklich beschissener Zugang. Wahrscheinlich wird das deshalb in der Industrie auch aktuell gar nicht angedacht. Ich möchte das ändern. Ich möchte die Wolle nicht billiger machen. Aber ich möchte zeigen, dass die Wolle ein echter Alleskönner ist, sein Geld vor allem wert ist und man ganz offen auch unter einwandfreien lokalen Bedingungen mit minimalem ökologischen Fußabdruck sehr Großes bewegen und ändern kann. Ich möchte auch sagen, ich bin damit ein Vorreiter, was den Bergsport betrifft. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, aber ganz ehrlich, einen Langzeittest über viele Jahre, den habe ich jetzt noch nicht. Ich glaube daran, dass das Ganze gut funktionieren könnte. Ich möchte aber jetzt hier nicht einen auf Hals versprechen und auf die Lösung für alles inklusive den Hunger der Welt liefern. Das ist unseriös, deswegen möchte ich an dieser Stelle auch klarstellen. Das Ganze hat in meinen Tests sehr gut funktioniert. Ob die Haube oder die Mütze nach 10 Jahren kaputt ist oder nach 15 Jahren kaputt ist, das kann ich ehrlicherweise nicht sagen, aber wenn man die Wollprodukte als Pendant nimmt und sich anschaut, dann weiß man, bei guter, wirklich guter Pflege halten diese Dinger auch gern mal 20 Jahre plus. Und das finde ich ökologisch, nachhaltig und letztlich cool. Die Stückzahlen sind jetzt vorläufig sehr gering. Wenn ihr etwas haben wollt, klickt euch gerne auf alpenacademy.at/shop durch. Oben in der Navigation habt ihr auch ein Dropdown-Menü mit einzelnen Kategorien gefiltert. Wie schon erklärt, ihr seht, wie viel noch verfügbar ist. Wenn die Dinge ausverkauft sind, könnt ihr mir eine Mail schreiben, dass ihr Produkt XY gerne reserviert haben möchtet. Ganz formlos eine kurze Mail oder auch übers Kontaktformular, das geht ganz einfach. Dann werdet ihr in 2 Wochen bei der nächsten Lieferung einkalkuliert und ihr kriegt dann auch euer Produkt zu 100%. Sollte das alles keinen Hans und Franz hier interessieren, dann wäre das natürlich sehr schade, aber zu akzeptieren, dann kommen aber auch keine neuen Lieferungen mehr natürlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass Alpaka im Bergsport eine Zukunft haben könnte. Und ihr könnt bei diesem Versuch dabei sein. Kapitel 6.
eine besondere Überraschung. Und zum Schluss für die wenigen, die jetzt noch dran sind. Ich habe noch eine coole Überraschung. Ich kriege es nicht hin, dass ich eine komplette Produktionsstraße inklusive Alpakas in Österreich oder sonst wo hier aufbaue. Ich habe es durchgerechnet, wir kommen auf etwa 200 Euro pro Mütze und da hätte ich 0 Cent verdient. Das wäre also nicht machbar. Aber ich habe mir ein kleines Special überlegt. Es gibt bei mir auch die Garne immer noch. Wer also eine individuelle Mütze haben möchte, handgestrickt aus dem Familienbetrieb quasi, der kann sich gerne bei mir per Mail melden. Dieses Produkt ist nicht im Shop erhältlich. Es ist eine Handanfertigung auf Bestellung. Alles wird per Mail oder anderweitig besprochen. Details dazu kann ich euch dann gerne bei den Mails nochmal schreiben. Absolut kein Problem. Sie ist teurer, das ist logisch, das ist Handarbeit tatsächlich, aber sie wird ganz euren Kopf und euren Bedürfnissen angepasst. Bedeutet, wollt ihr die Mütze mit Umschlag oder ohne, als Beanie, mit längerem Abschluss, das könnt ihr dann einfach gerne entscheiden. Es gibt eine gewisse Farbauswahl, die sich über die Zeit auch ändern kann. Ihr könnt sagen, ob ihr sie locker luftig haben wollt oder etwas dichter. Das alles können wir per Mail besprechen. Ihr kriegt dann einfach die Rechnung, wenn wir die Details besprochen haben. Es ist ein fixer Preis, die Mütze kostet 64,90 €, ist aber eben handgemacht, individuell, komplett personalisiert. Das ist meiner Meinung nach eine echt coole Sache, dass wir das so hinbekommen haben. Für alle, die wirklich ein Unikat, welches es nur ein einziges Mal auf dem Planeten gibt, haben wollen. Für die ist genau das Richtige. Insofern, das Video ist schon viel zu lang. Ich werde im Podcast am Sonntag nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen, zu der Wolle, wie die so funktioniert und so weiter. Ihr könnt gern alle eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ich werde alle Fragen, sofern sie zu beantworten sind, auch beantworten und auf Feedback eingehen. Schaut gern im Shop vorbei. Sollte die Nachfrage groß genug sein, wird es Ende nächster Woche dann auch schon tatsächlich Nachschub geben. In diesem Sinne, go for Alpaka. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich möchte ganz allgemein heute diese Bühne nutzen und sagen, danke für so viel Zuspruch und Unterstützung in den letzten Monaten. Jetzt seid ihr wieder dran, auch was davon zu haben. Ich hoffe, ihr findet euch was. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!